Und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Set von einem Hersteller, der auf diesem Kanal noch nicht behandelt wurde. Und das ist so ein Hersteller, über den sehr viel gestritten wird. Und nein, ich meine nicht Lego. Wisst ihr, es gibt ja immer so den Clash, dass gesagt wird, ist Kobi besser als Lego oder Lego besser als Kobi, bla bla bla. Kobi haben wir aber auch schon oft behandelt. Und dann gibt es so einen Hersteller, der aus China kommt, von dem viele Leute behaupten, es ist der beste Hersteller nach Kobi von Panzern. Und diesen Hersteller habe ich jetzt hier liegen. Und zwar ist es Guan Jan. Und zwar haben wir von Guan Jan die 100, 100, 503 Teile, den Panzerkampfwagen 2 Lux. Und da es sich, wie gesagt, um einen chinesischen Hersteller handelt, bin ich natürlich über die Steinequalität schon sehr, sehr gespannt. Und ob Guan Jan zu Recht so gehypt wird und mit Kobi sogar verglichen wird, oder ob es am Ende eine große Enttäuschung gibt. Gekauft habe ich diesen chinesischen Hersteller natürlich aus China. No shit, Sherlock. Habe ihn mal selber importiert. Wenn man ihn jetzt auf eBay kauft oder so, ist es viel zu überteuert. Und es kam deshalb wieder in so ein Polybag ohne Originalverpackung. Und da mich so viele Leute gefragt haben, was ist ein Polybag? Das ist ein Polybag, okay? Weil, ich weiß nicht, irgendwie war es vielen nicht geläufig. Ich habe einfach mal einen da gehabt. Und wir haben auf jeden Fall vier große Untertüten. Jetzt denkt ihr, hä, warum sind die hier bloß drei? Das sind im Endeffekt die Teile für den Panzer, also Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3. Ich schaue dann auf jeden Fall auch mal nach, ob es in Bauschritte untergliedert ist. Und dann haben wir eben noch so eine Zweittüte, wo so ein bisschen von der Szenerie das Zeug drin ist, der Teileteiler drin ist und wo wir auch nochmal diese Karte hier haben. Bin ich sehr gespannt, wie die qualitativ ist und ob man die sich vielleicht sogar schön davor aufstellen kann. Aber ich würde sagen, ich nehme mal die Tüten zur Seite und wir schauen uns mal die Anleitung an. Das finde ich immer spannend, wenn wir einen Hersteller haben, den wir auf dem Kanal noch nicht behandelt haben. Und die Anleitung ist klammergebunden, ist aus einem sehr dünnen Papier, fühlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich wertig an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ist wirklich sehr, sehr dünn. Nicht griffig, nicht wirklich Hochglanz, aber okay. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wir bauen jetzt erst die Szenerie. Ich finde es ein bisschen ablenkend, dass hier quasi dieses Tarnmuster drauf ist auf dem Papier. Designelement technisch finde ich es cool. Vom Bau her als erstes jetzt auf den ersten Blick hat es mich gestört, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist hier alles, was schon gebaut wurde, grau. Und was jetzt gerade gebaut wird, dann in Farbe dargestellt. Ist Kobi ähnlich. Hier haben wir aber dann nochmal schwarze Konturen um das, was schon gebaut wurde. Also um dieses Grau ausgegraute. Und das finde ich ganz cool mit den schwarzen Konturen, weil da sieht man dann vielleicht auch eher, wo man sich jetzt hier im Set befindet, weil auch die verschiedenen Ebenen, in denen sich die Steine befinden, ganz gut ersichtlich wären. Die Einleitung ist so klein und dünn, auch weil hier die Bauschritte sehr klein dargestellt sind. Wir haben hier vier Bauschritte pro Seite. Jetzt natürlich hier, wo ich es euch zeigen will, sind es drei. Hier haben wir wieder zum Beispiel vier. Die Größe ist völlig in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt so fehlerfrei und eindeutig ist, lässt sich danach bestimmt gut bauen. Insgesamt haben wir dann 21 Seiten und 62 Bauschritte und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was uns erwartet. Auf der Rückseite sehen wir nochmal so ein paar Funktionen angedeutet. Von der Seite sieht es ehrlich gesagt sehr aus wie ein Kobi-Panzer. Also das muss ich sagen, die Ähnlichkeit ist da unverkennbar. Da müssen wir dann mal schauen, wie sich das verhält, ob es auch von Kobi vielleicht so einen Panzer gibt, der dann sehr ähnlich ist. Obwohl man dann wieder sagen muss, dann ist das Problem, ist es dann eine Nachmache? Im Normalfall nicht, weil so ein Panzer mit einem echten Vorbild ist nun mal begrenzt darzustellen, wenn man ihn so darstellen will, wie er in echt war. Gut, ich würde sagen, ich labere schon wieder viel zu viel und schweife ab. Und dementsprechend öffne ich jetzt die Tüten, fange an zu bauen und zeige euch so ein bisschen was, die verschiedenen Bauschritte, sag was zur Teilequalität und sage euch natürlich am Ende wieder, ob ich Spaß hatte und ob ich keinen Spaß hatte. Und dann gibt es wieder eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Viel Spaß mit dieser Review. Okay, und 25 Bauschritte später kann ich natürlich zur Teilequalität schon mal was sagen vom Bau her. Und ich muss sagen, wenn ihr das schon mal gehört habt, Guan Jan ist wie Kobi oder sehr ähnlich wie Kobi oder fast genauso gut wie Kobi. Gibt es ja verschiedene Aussagen dazu. Schlagt es euch aus dem Kopf. Das ist es auf jeden Fall nicht. Die Steine machen Spaß zu bauen, sie halten sehr gut, da kann ein Kobi-Vergleich gezogen werden. Vom Bau fühlen sie sich sehr, sehr ähnlich wie Kobi an. Ich meine, das sind ja verschiedene Baugefühle zwischen Kobi, Lego und so weiter und so fort. Wie fest drückt man sie zusammen und ist es noch angenehm, wie fühlt es sich an? Da ist es sehr nah an Kobi dran, muss ich sagen. Aber vom Aussehen und von der Qualität an sich, also von der Qualitätskontrolle vor allen Dingen, ist das meilenweit von Kobi weg. Da gibt es verschiedene Punkte, an denen man das festmachen kann. Auf jeden Fall haben wir viele Angusspunkte. Gibt es auch bei Kobi. Ist hier aber noch schlimmer. Das sieht man hier zum Beispiel.
Dann sieht man schon, die Steine sind sehr zerkratzt, kommt halt vom langen Seeweg im Endeffekt oder Flugweg. Ich meine, Kobi produziert in Polen, die produzieren in China. Da gibt es auf jeden Fall mehr Probleme mit den zerkratzten Teilen, obwohl es ja schon in sehr vielen Tüten gesichert war. Dann haben wir teilweise scharfkantige Steine und das ist dann das No-Go im Endeffekt. Wo wir das hier auf einer Noppe, wenn ihr da genau hinschaut, seht ihr das? Da steht was ab und das ist scharfkantig, das ist wie eine Nadelspitze. Das ist nicht angenehm. Also das ist ein Punkt, der geht gar nicht. Da brauchen wir auch gar nicht drüber streiten, das geht einfach nicht. Und dann können wir es nicht mit Kobi vergleichen. Auf keinen Fall, es ist nicht so gut wie Kobi. Punkt. Trotzdem machen die Steine Spaß, sie haben keine Farbabweichungen. Sie sind qualitativ vom restlichen Aussehen wirklich in Ordnung, wenn wir jetzt von diesen zerkratzten Teilen eben mal weggucken. Und dann muss man sagen, okay, es ist schon in Ordnung. Es ist eine gute Qualität, es ist besser als Sluban, aber es ist nicht Kobi. Es ist auf keinen Fall Kobi, muss man dazu sagen. Aber naja, kommen wir jetzt erstmal zu dem, was gebaut ist. Wir haben hier jetzt unten angefangen, die Panzerwanne zu bauen. Ich finde es ganz lustig, wenn man sich das so in der Seite anschaut. Sieht fast aus wie der Dodge Charger am Anfang. Ich habe den sogar noch da, der Charger von Pandas Bricks. Also ja, könnte man auch einen Panzer draus bauen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ja, da kann man noch nicht sehr viel sagen nach diesem ersten Bauabschnitt und 25 Bauschritten. Vor allen Dingen, weil wir ja auch noch einen Baum gebaut haben in der Zwischenzeit. Der alleine waren, glaube ich, 10 Bauschritte. War ein bisschen übertrieben, dass man da so viele Bauschritte hatte. War eigentlich selbsterklärend. Es ist jetzt nicht die Schönheit, es reicht aber, um es vielleicht mal daneben zu stellen. Interessant fand ich, dass wir hier den Motorblock gebaut haben. Ist tatsächlich das erste Set, muss ich sagen, was ich gebaut habe selber von Panzern, wo der Motorblock innen angedeutet ist. Ich bin mal gespannt, ob man am Ende den Motorblock auch sieht, ob man das irgendwie aufklappen kann oder ob man den jetzt nur baut und dann nie wieder sieht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist das ganz cool. Der sieht auch ganz ordentlich aus für die paar Steine, die man dafür verwendet hat. Und ich finde auch, dass sie da nicht dieses Dunkelgrau genommen haben, sondern richtig so einen Silberton. Finde ich passt sehr gut. Finde ich sehr cool. Finde ich gelungen. Und hier haben wir noch angefangen, die Rückseite zu verkleiden, quasi in diesem ersten Bauabschnitt. Fand ich jetzt ein bisschen komisch, weil das war alles Unterbau und dann haben wir doch noch ein bisschen Verkleidung gemacht. Die Platten sehen ganz gut aus, sind jetzt nicht so stark verkratzt wie manch andere Teile. Ich finde es ganz cool, dass man jetzt schon ein paar Details rangebaut hat und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Übrigens hatte ich auch noch so eine schwarze Dreier, die ich euch gerade als Beispiel für Scharfkantigkeit gezeigt hatte, hatte ich dabei, die wirklich kaputt war. Und deshalb habe ich hier nochmal eine andere reingebaut. Ich hätte jetzt auch die scharfkantige Schwarze nehmen können als Ersatzteil, aber die wollte ich euch noch zeigen, habe sie deshalb eben nicht verbaut. Hat jetzt keine schwarze da, macht jetzt keinen großen Unterschied vom Aussehen her. Da kommen eh dann die Ketten davor. Von daher ist das alles gut. Bloß, dass ihr euch nicht wundert, warum da ein graues Teil hier drin ist. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall sagen, machen wir weiter. Wir sehen uns nach dem zweiten Bauabschnitt und noch viel Spaß. Tja, nach 46 Bauschritten und damit dem zweiten Bauabschnitt haben wir echt schon viel von diesem Panzer gebaut. Und so langsam verstehe ich, warum der Vergleich zu Kobi kommt. Besonders jetzt durch die Padprinted No Sticker-Reihen ist das ja bei Kobi sehr in den Fokus gerückt, dass wirklich alles gedruckt ist, keine Sticker dazu sind. Sagt ja schon der Name. Und das haben wir auch hier bei Grandjean. Hier ist wirklich alles, was ihr seht, gedruckt. Es sieht wirklich aus wie ein Kobi-Druck. Und daher kommt der Vergleich zu Kobi, denke ich, relativ schnell auf. Das ist nicht kopiert. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht kopiert, das will ich damit nicht sagen. Aber es sieht sehr, sehr ähnlich aus, weil wahrscheinlich ähnliche Techniken dazu verwendet wurden. Und dann geht es ja noch weiter. Die Anleitung ist von dem Ausgrauen und so Kobi-ähnlich gebaut. Und das nächste ist, es funktioniert, die Anleitung ist sehr gut. Gerade dieses räumliche Darstellen, wo sind wir im Set, macht Guanjan sehr gut und vielleicht sogar noch ein Stück besser als Kobi in dem Fall. Und es ist auch Liebe zum Detail zu erkennen. Also zum Beispiel mit dem Motor, habe ich ja gesagt. Cool wäre es, wenn man den später noch sehen könnte. Guanjan macht das. Wir haben hier jetzt diese Klappe, können ihn aufklappen und können hier reinschauen und haben hier den Motor. Und das hebt so ein Set dann doch von der Liebe zum Detail, die man hier erkennen kann, von dem Sluban-Set ab. Das ist auf jeden Fall so und es macht Spaß zu bauen. Wir haben ein paar Qualitätsprobleme, nicht im Sinne von schlechte Qualität der Steine, sondern im Sinne von Qualitätskontrolle, dass die Qualität halt wirklich konstant bleibt und wir nicht Ausreißerteile haben. Die haben wir halt hier, wie ich es euch ja schon erklärt habe, aber trotzdem macht das sehr viel Spaß. Und dafür gibt es einen Daumen nach oben und wenn das so weitergeht, dann auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung und dann wird es hier auch mal Merkwandern auf dem Kanal geben, einfach nur um zu sehen, was haben die noch so und sind alle Sets dann so oder gibt es da wirklich ganz schlechte, ganz gute, wie ist das so gestreut? Von einem Set kann man das ja immer noch nicht sagen, wie ist ein Hersteller. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ich baue den jetzt noch zu Ende, den Panzer. Und ich freue mich drauf, weil wie gesagt, der Bau macht Spaß.
Und fertig ist der Guanjan Panzerkampfwagen 2 Deluxe. Aber Cliffhanger, den gucken wir uns später an. Auf jeden Fall noch ein bisschen zu dem, was dazu war. Den Baum hatte ich euch ja schon gezeigt. Uninteressant, aber okay. Dann haben wir hier noch zwei wie Sträucher dazu gehabt. Kann man eben auch noch so ein bisschen in die Umgebung stellen. Die Platten waren nicht dazu, die sind von mir. Es sind einfach nur die Sträucher dabei gewesen. Sind ziemlich scharfkantig, bin ich nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, für ein Diorama reicht's zur Not. Dann haben wir ja noch diese Karte hier und natürlich die Figuren. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Karte an. Dazu haben wir hier so einen schönen Ständer. Finde ich ganz cool. Da kann man den schön hinstellen und die Karte wird quasi hier reingeschoben. Und dann haben wir hier die Karte. Sie hat so ein bisschen wie eine Glanzoptik. Also das finde ich wirklich cool gemacht. Sie macht jetzt keinen sehr hochwertigen Eindruck, ist auch hinten nicht bedruckt. Ist halt einfach nur ein Pappkarton. Aber sonst wirklich, der Druck ist cool. Und dann haben wir eben hier einfach Panzerkampfwagen 2, Ausführung Lux draufstehen. Und hier unten viel Chinesisch und nochmal Lux. Und ja, das ist jetzt nicht viel, was wir lesen können, weil ist halt nicht unsere Sprache. Aber ich finde es cool. So zum Hinstellen, zum Ausstellen finde ich dieses Schild echt gelungen. Und dann haben wir ja noch drei Figuren dazu. Und die drei Figuren, das ist immer so ein Streitthema. Ich meine, das ist ein deutscher Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Punkt. Dann muss man auch Zweite Weltkriegsfiguren reinbringen. Dann ist die Frage, wie viel zeige ich da? Wie viel Anspielung auf vielleicht einen tatsächlichen Wehrmachtsmann oder Waffen-SS-Mann springe ich da rein? Und wie detailgetreu setze ich das um? Da gibt es natürlich Diskussionen. Und das verstehe ich, wenn man darüber diskutiert. Darauf gehe ich jetzt mal an und für sich nicht ein. Es sind natürlich schon Anspielungen dabei. Gerade, dass diese Minifigur hier diese typische schwarze, im Endeffekt SS-Uniform anhat. Natürlich zeigt man nicht direkt mit Runen oder ähnlichem, dass es eine SS-Uniform ist, aber jeder kann sich natürlich denken, was es ist. Ich finde, es reicht vollkommen, um zu zeigen, was man darstellen will. Und ich finde, es ist nicht zu viel, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist der Druck hochwertig. Er ist auf der Brust bedruckt, die Mütze ist bedruckt, die Beine sind bedruckt und der Rücken ist bedruckt. Und das ist wirklich, also da haben sie sich Mühe gegeben. Das finde ich ganz cool an und für sich vom Druck her. Dann haben wir noch einen Wehrmachtsoffizier dabei. Der hat so eine Augenklappe. Das gehört, glaube ich, irgendwie zu jedem deutschen Set rein. Der böse Deutsche mit Augenklappe. Auch die Mütze ist wieder bedruckt. Die Brust ist bedruckt. Die Beine sind bedruckt. Der Rücken ist bedruckt und so weiter und so fort. Macht einen hochwertigen Eindruck, wie gesagt. Und dann haben wir noch einen normalen Soldaten. Ist wieder genauso, alles bedruckt. Der Helm hat hier natürlich diese drei Farben von der Reichskriegsflagge drauf. Das ist vielleicht ein Zeichen, was nicht unbedingt hätte sein müssen. Hinten auch wieder bedruckt mit Ausrüstung. Und es ist eigentlich ganz cool, ist sehr gelungen. Last but not least haben wir noch einen Teiletrenner dabei gehabt. Nicht sonderlich interessant. Und eben noch Ausrüstung. Da haben wir hier zum Beispiel ein paar Luger-Gewehre drinne, haben ein bisschen Ausrüstung, Feldbecher und sowas. Dann haben wir hier noch größere Munition und Waffen, MGs, Panzerfäuste, Sturmgewehre und so weiter und so fort. Und hier im Endeffekt Feldspaten und so weiter und so fort. Ist jetzt nicht das Spannendste, aber es ist dabei und das ist ganz cool. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, wir kommen zum Panzer. Vorneweg, die Kisten kann man nicht öffnen, die sind im Endeffekt nur gedruckt. Das Einzige, was man hier an Funktionen hat, ist, man kann den Geschützturm drehen. Surprise. Funktioniert ziemlich gut, bis auf eben dieses Teil hier, was es dann blockiert. Diese Antenne, ja, kann man abmachen, ist jetzt nicht so wichtig. Wenn man es hinstellt und möchte es in eine andere Position nochmal drehen, ist völlig in Ordnung. Und dann haben wir ja hier hinten noch diese Klappe. Die habe ich euch ja schon gezeigt, die man aufmachen kann und kann dann hier beim Motor reinschauen. Finde ich auch wirklich cool gemacht, da ist Liebe zum Detail drin gewesen. Wir haben ja auch die verschiedensten Sachen nochmal dran, in Spaten. Hier unten haben wir so eine Art Kette dran und viel Dekokram. Es lässt sich auf jeden Fall sehen. Größenmäßig ist es wie so ein 350 Teile Kobi-Panzer. Deshalb wahrscheinlich auch wieder der Vergleich von Kobi zu Guanjan. Ist sehr ähnlich. Es sieht von außen sehr gut aus. Wir haben jetzt durch die zerkratzten Teile nicht so große Einschränkungen, wenn man es nicht direkt ins Licht stellt. Und wir reden ja immer darüber, dass Kobi-Ketten so gut sind. Ich habe bessere Ketten gefunden. Und das ist wirklich krass, weil die Guanjan-Ketten fahren 1A. Also der fährt wirklich super. Also hier, der Tisch ist wirklich sehr, sehr glatt. Da gibt es nicht viel Grip. Und die fahren hier wirklich ohne Probleme. Das ist mit der erste Panzer, auch mit Kobi-Panzern. Ich hatte ja schon einige Kobi-Panzer hier drauf, der wirklich 1A ohne Haken, ohne dass es drüber rutscht, auf dem Tisch fährt. Und das ist stark und das ist ein großer Pluspunkt. Also die laufen super. Auch gefällt mir die Farbe sehr. Ich finde, dieser Farbton von dem Tigerpanzer fehlt bei vielen Herstellern im Sortiment. Und man kann den eben nur sehr eingeschränkt bekommen. Hier haben wir den und das freut mich wirklich sehr.
Dann gibt es natürlich zu so einem Set nicht mehr sehr viel zu sagen. Ich habe schon beim Bau gesagt, was die negativen Punkte sind. Ich habe jetzt gesagt, was die positiven Punkte sind. Die positiven Punkte überwiegen, auch wenn wir Qualitätsprobleme hatten. Ich würde es nicht auf eine Stufe mit Kobi stellen, außer die Ketten. Die Ketten sind grandios. Sonst würde ich es nicht auf eine Stufe mit Kobi stellen. Es ist auf jeden Fall besser als Luban. Es ist echt ein solides Set, was man sich kaufen kann. Und ich werde in Zukunft auf dem Kanal noch mehr Quanchan zeigen. Und wir werden darauf eingehen, ob der Hersteller eben immer auf diesem Niveau ist, ob er vielleicht schlechtere Sets hat und bessere Sets hat. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie findet ihr dieses Set? Interessiert mich sehr. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.